Jo, 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 guten Morgen, guten Abend zusammen. Ja, das hier ist nochmal so ein Anliegen, gerade mal an die gläubigen Menschen oder besser gesagt an die möchtegern Gläubigen, die sich nur hinterm Glauben verstecken, die meinen, ihre Sünden und die Sünden anderer wären einfach reingewaschen, weil ja alles Gottes Plan ist. Ihr seid dämlich, ja, dämlicher geht's gar nicht. Ihr seid diejenigen, die auch noch weggucken, die alles wegmachen und alles auf Friede, Freude, Eierkuchen machen. Es gibt in der Gesellschaft sehr wohl gravierende Probleme, eben weltweit in den Gesellschaften. Und es geht mir hier um Deutschland, um unsere soziale Demokratie, wo ich eben mich mehr für Soziales einbringe und mehr für soziale Aspekte auch. Und da braucht mir keiner kommen mit, es ist Gottes Plan oder irgendein Scheiß. Ja, weil ich bin zum Beispiel nicht gläubig, ich glaube nicht an eure Götter. Ja. Für mich gibt es keine höhere Macht, die hinter die man sich verstecken muss und eben wo man seine Sünden reinwaschen muss. Ja, sondern ich stehe zu dem, wer ich bin, was ich bin, und ich kann auch zu meinen Taten stehen. Und diese nehme ich auch mit ins Grab. Ja. Und sollte es dann einen Gott geben, ja, dann richtet er halt über mich. Ja, so wie es auch in euren Büchern steht. Nicht ihr habt das Recht zu richten, was ihr tut. Ihr tut im Leben vorurteilen, ihr tut im Leben abstimmen über irgendwas, über irgendwen. Ihr tut im Leben ausgrenzen, ihr tut im Leben mit dem Finger auf andere zeigen und sie schlecht machen. Ihr Leben zerstören, etc. Ihr seid voller Sünde. Ja, ihr ach so herrlichen Gläubigen. Ihr schaut weg, wenn irgendwas passiert. Ihr seid die, die eigentlich entgegen euren eigenen Glauben, ja, euch entsprechend verhaltet. Ja. Gott wird euch nicht vergeben. Allah wird euch nicht vergeben. Buddha wird euch nicht vergeben. Kein höheres Wesen wird euch vergeben, wenn es es gibt, woran ich nicht glaube, aber wenn es es gibt, was ihr getan habt. Ja. Und alles, worum es im Leben geht, ist, was man tut. Ja, und ihr braucht auch nicht irgendwie mit Gottes Plan kommen oder etc., wenn es hier um Probleme gibt, die die Menschen hier aufbauen. Das sind irdische Probleme, das sind menschliche Probleme, ja, die wir uns kümmern müssen. Ja, es geht auch nicht immer um Ja und Amen sagen, ja. Darum geht es auch nicht in euren Büchern. Ich meine, habt ihr eure heiligen Bücher, egal ob Koran, Bibel oder sonst was, habt ihr das mal gelesen? Ja, geht es darum nur um Friede, Freude, Eierkuchen, um nett sein? Ich brauche nicht nett sein zu Leuten, die mein Leben kaputt machen, die meinen, sie müssen mich treten, sie müssen sich über mich stellen, sie müssen radikal gegen mich oder anderes agieren. Gegen diese Leute muss ich mich ganz klar einbringen, muss ich mich sozial mit Verstand einbringen und muss sagen, nein, sowas gehört hier auch nicht rein. Asoziales und Rechtes gehört nicht hier in die deutsche soziale Demokratie und auch nicht ins soziale Netzwerk. Ja, das heißt ganz klar, ich ergreife eine Position, ja, und ich muss nicht nett und freundlich sein, ja, das muss keiner. Gerade nicht, wenn er so arg angegriffen wird oder das Leben zerstört wird, wie es auch bei mir war oder auch bei anderen vorkommt. Ihr müsst euch doch nicht wundern, wenn wir nicht nett sind, weil wo seid ihr nett? Ihr seid nett am Arsch. Ja, ihr redet von Gottes Plan und nett sein und freundlich sein. Dabei seid ihr nur am Wegschauen. Ihr seid am Wegschauen, ihr seid euch am Verstecken hinter eurer Gottheit. Ja, feige, wie es nicht anders geht. Ja. Ihr werft noch mit Steine, ja, und dann versteckt ihr euch feige hinter euer Gottesantlitz, hinter euer Gottesabbild, ja, und sagt, wir sollen doch alle nett sein. Nein. Es heißt auch Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder? Ihr begreift nicht, dass es um richtig und falsch geht, auch in euren Glauben. Ich habe nichts allein gegen eine Glauben. Praktizierung, ja, aber eben sollte man dann auch wirklich gläubig sein und eben im Koran oder eben auch in der Bibel oder sonst wo ist auch eben gegeben, dass man sich zur Wehr setzen kann. Dass man eben nicht alles mit sich machen lassen muss. Ja. Und es geht um richtig und falsch. Darum, was blind agiert gegen etwas und was zu jedem guten Recht darauf reagiert. Ja, und meins, wie auch dieses hier, wie auch dieser Clip hier, ist eine Reaktion auf. Ja, auf mega viel Dummheit, eben auf mega viel Agierungen in mein Leben rein, in anderes Leben rein, wo sich auch immer wieder blind eben angeblich Gläubige, ja,
hinter ihren Glauben verstecken und meinen, ihre Sünden und die Sünden anderer reinzuwaschen. Ja, auch dieses blinde Gleichheitsprinzip wieder hochhalten, wie wir sind alle gleich. Nein, sind wir nicht. Es gibt Arschlöcher in der Welt. Es gibt beschissene Rechte in der Welt. Es gibt beschissene Asoziale in der Welt und die verhalten sich zum Großteil sehr schlampig. Es sind also asoziale Rechte, Schlampen, mit denen ich hier zu tun habe. Und zu denen brauche ich nicht nett sein, weil die treten nur anderes Leben, die machen anderes Leben kaputt, die spucken von oben herab, die treten von oben herab. Und zu sowas werde ich garantiert nicht nett sein und das muss ich auch nicht nach euren Glaubensausrichtungen, weil wenn ihr eure Bücher besser kennen würdet, würdet ihr auch wissen, es geht auch darum, dass man richtig und falsch unterscheidet. Ja, dass man eben auch blinde Agierung gegen etwas unterscheidet mit einer zurechtgegebenen Reaktion, wie ich sie auch ausübe. Und ich bin kein gläubischer Mensch. Ich sage nur eben ganz klar aus, sollte es dann doch einen Gott geben und ich irgendwann sterben, wird dieser über mich richten, über mein Leben richten, über das, was ich getan habe. Nicht darüber, dass ich mich feige hinter einen Glauben versteckt habe, hinter einem Buch und immer nur sage, wir müssen alle nett und freundlich sein und müssen nur weggucken. Das ist nämlich genau das Problem in dieser Gesellschaft, dass so viele Menschen weggucken. So viele wie die drei Affen, die Augen verschließen, die Ohren verschließen und ihren Mund verschließen und nur noch blind Arsch kriechen. Das ist das Hauptproblem dieser Gesellschaft, auch eben hier in Deutschland in der Gesellschaft, dass wir nicht wirklich mehr soziale Aspekte haben und auch keine soziale Bildung oder keinen sozialen Verstand mehr, sondern dass es sich nur noch darum dreht, blind Steine nach irgendetwas zu schmeißen, ja. Und wenn dann eine Reaktion gegen diese blinde Agierung kommt von euch, dann versteckt ihr euch noch hinterm Glauben und sagt, wir müssen alle nett und freundlich sein. Bullshit. Bullshit auf eure falsche Glaubensansicht, Bullshit auf eure falsche Gottheiten, die ihr präsentiert, ja. Ich habe vor jedem Respekt, der irgendwo aus dem Glauben Gutes gewinnt und auch eben aus dem Glauben für sich in seinem Leben Zufriedenheit gewinnt. Respektiere ich voll. Ihr könnt glauben an Allah, ihr könnt glauben an Gott. Ja, aber wenn ihr meint, ihr müsst radikale Scheiße von euch geben und Verdrehungen, egal ob ihr radikal, wie der Islam teilweise, mit aller Gewalt euren Glauben durchbringen wollt oder eben auch völlig falsch und blind, was auch radikal ist, wie die Christen es machen mit ihren linke und rechte Wange hinhalten, wir müssen alle nett und freundlich sein, das ist Bullshit. Ja, ihr nehmt einzelne Kapitel aus einem ganzen Zusammenhang raus und manifestiert daran irgendetwas, um etwas zu rechtfertigen, um eure Sünden zu rechtfertigen, um eure aggressive Art zu rechtfertigen, um eure Falschheit zu rechtfertigen. Na, da gebe ich ein Bullshit drauf. Auf eure falschen Glauben, auf eure falschen Götter gebe ich ein Bullshit. Ne? So. Und alle, die wirklich ihren Gott oder sowas, ihren ehrlichen Gott, ihren wahren Gott im Herzen tragen und Gutes geben wollen und auch Gutes geben und nicht nur rein zur Show, um irgendwas vorzuspielen, wie eben die meisten Sünder es machen. Ne? Ihr könnt euch nicht reinwaschen. Das, was ihr tut, seid ihr. Ja, und wenn ihr euch feige hinter einem Gott versteckt und eure Sünden reinwaschen wollt, dann begeht ihr schon die größte Sünde überhaupt. Ja, ich kann es nur sagen, ihr seid falsch. Ihr seid falsche Menschen und dazu muss ich nicht nett und freundlich sein. Dagegen kann ich auch stehen und dagegen kann ich auch mit jedem Recht stehen, auch mit jedem Gottesrecht, mit jedem menschlichen Recht, mit jedem Recht, was wir hier haben, kann ich gegen Asoziales und Rechte stehen und auch gegen schlampiges Verhalten, eben auch gegen falsche Leute, die meinen, falsch Gutmensch zu spielen, ja, und falsch nur einzelne Absätze aus einem Gottesbuch zu schildern, um eben zu sagen, wir müssen alle nett und freundlich sein und gib nettes, dann bekommst du auch nettes, alles Gottes Plan und so ein Scheiß, ja. Damit könnt ihr euch verpissen, weil in dieser Welt sieht es anders aus und es geht um Menschlichkeit und um Soziales, ja, und das halte ich hier fest.